Ja, hier ist Christian Schemmer, Paartherapeut und Beziehungscoach. Hier ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Thema ist, wie kann ich meine Mauern einstürzen lassen? Lieber Christian, ich wäre für einen Rat von Herzen dankbar. Die anderen Fragesteller daten alle. Oder befinden sich in Beziehungen? Das möchte ich auch. Nachdem ich 20 Jahre verheiratet war und davon 15 gebraucht habe, um mit meiner Tochter lebend da rauszukommen, bin ich wohl etwas bindungsängstlich. Ich habe viele Jahre isoliert gelebt, abgesehen von Kontakten zu Kollegen. Ich wohne auf dem Land. Hier ist es ausgeschlossen, jemanden kennenzulernen, also bin ich auf Online-Dating angewiesen. Ich muss leider immer wieder sagen, dass es Denkparadigmen sind, dass man auf Online-Dating angewiesen ist. Also die könnt ihr weiter folgen, und wenn eure Intuition das sagt, dass ihr partout online daten sollt, dann macht es. Ich weise nur darauf hin, dass es ein Denksystem ist. Früher gab es auch kein Online-Dating. Durch meine Vorgeschichte kriege ich schon mal Wort Beziehung, Beklemmung, also möchte ich gerne eine längerfristige Affäre suchen, um wieder Sozialkontakte zu trainieren. Irgendwo muss man ja anfangen. Da ich ein sehr sinnlicher Mensch bin, fehlt mir auch körperliche Nähe. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich in den letzten 8 Jahren morgens neben einem anderen Menschen aufgewacht bin. Und habe noch die meisten Finger übrig. Ich sehe gut aus, bin trainiert, klug, kreativ, abenteuerlustig, aber leider auch menschenscheu. Manchmal glaube ich, die erfolgloseste Frau in meinem Datingportal zu sein. Na, red nicht so über dich. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass mich das Universum massiv testet. Ich erhalte recht viele Nachrichten. Ich hatte 4 oder 5 Date-Absagen in Folge, quasi in letzter Minute. Ja, also es sind alles Energien. Es sind alles Energien. Und also, dass deine Angst wird gespiegelt vom Universum, indem die Dates abgesagt werden. Das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach eine Spiegelung so, ne? Und in dem Moment, wo du sagst, hey, ich bin in der Lage, das zu handeln, ich kann das, werden dann nicht mal so viele absagen. Ganz bestimmt nicht. Das hat nichts mit deinem Aussehen oder deiner Attraktivität zu tun, das hat alles Energien. Es gibt auch Menschen, die überhaupt nicht gut aussehen und trotzdem sehr erfolgreich sind im Dating. So, man muss man nur mal sich Paare mal angucken. Das ist alles Energie. Sage ich jetzt aber auch als jemand, der, ich bin ja auch nur ein Mensch, also ich sage das jetzt nicht von oben runter, aber es ist manchmal eine bittere Wahrheit, die auch, kenne ich natürlich auch, aber ist so, ne? Ich sage auch nicht, dass es leicht ist, diese Energien zu handeln, aber es ist alles Energie. Das ist nicht nur frustrierend, sondern macht mich auch stutzig. Ich bin traurig und leide wie ein Tier, aber ich habe den starken Eindruck, dass mich das Universum mit der Nase wieder und wieder auf etwas stößt, was ich nicht sehe. Ich glaube, du siehst es sogar. Das ist deine eigene Angst vor Nähe und dass jemand wirklich dir nahe kommt, ne? Nun habe ich mich bei etwas ertappt, an das ich bisher nicht rankommen konnte. Es liegt wohl nicht an den bösen Männern, sondern ich boykottiere mich irgendwie unbewusst selber und halte sie fern. Bing, Bingo, 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 Bingo. Gut, good job, sehr gut. Durch deine Kurse habe ich gelernt, dass ich wohl zwischen extremer Bindungsangst und extremer Verlustangst switche. Das heißt, ich lebe in kompletter Isolation und lasse niemanden an mich ran. Ich werde auch niemals angesprochen. Es traut sich keiner. Finde ich doch jemanden, der mich innerlich berührt, verfalle ich sofort in extreme Verlustangst bzw. Liebessucht mit allem Drum und Dran, Hinterherstalken und so weiter. Ja, das wäre dann bei dir so dieser Modus 2, das ist co-abhängige Bindungsangst, ne? Weiß nicht, hoffe, du hast auch mal Modul 4 gemacht dann. Nur zum Punkt, wie viel ist wie Schuppen von den Augen, dass es sehr wohl Männer gibt, die mich treffen wollen. Ja, natürlich gibt es die. Aber sobald jemand auf mich zukommt, geht bei mir eine Art Alarm an und der arme Mensch kommt mir total suspekt vor. Nicht vertrauenswürdig und unangenehm. Mein Verstand kann mir tausendmal sagen, dass es ein netter Typ ist. Ich glaube, ich habe Angst, nicht auszureichen. Ich lege wohl bisher unbewusst nicht verstand diesen Männern gegenüber ein Verhalten an den Tag, das sie hinhält oder abschreckt. Ja, aber das ist doch eine super Erkenntnis. Da sind wir doch schon einen Riesenschritt weiter. Beim Online-Dating kommt dann ziemlich schnell eine Frau, die klüger ist, schnappt sich den Kerl und ich bleibe allein zurück, fühle mich unfähig und unterlegen. Ja,
Also es bringt jetzt nichts, sich zu vergleichen, weil vielleicht schnappt sich die andere, die vielleicht, die werden dann auch ihre Probleme haben, ne? Am schlimmsten ist es, wenn jemand zu mir nach Hause kommen will, dann gerate ich in äußersten Stress und Panik und finde so lange Ausreden, bis die besagte Frau kommt, die klüger ist. Ja, du kannst es ja in Ordnung, du kannst dich auch erstmal woanders. Mit jemandem kannst du ja erstmal sagen, du gehst zum Mann oder datest erstmal ein paar Mal, ne? Ist ja alles in Ordnung. Vom Verstand her weiß ich, dass ich da nicht handle, sondern der Alarm, der in mir angeht. Da wird wohl irgendwie mein Kerntrauma getriggert. Ich bin mit deiner Hilfe deiner Kurse sehr vorangekommen und mein Leben hat gewaltig an Fahrt aufgenommen. Aber ich bin immer noch allein in meinem Bett. Nach außen wirke ich stark und unnahbar. Ich schleppe nicht nur Mauern, sondern eine ganze Trutzburg mit mir. War letztens auf einem Frauenworkshop, die erkannten, dass ich meine Weichheit zulassen und leben soll. Meine Frage ist, wie schaffe ich es auszuhalten, dass jemand auf mich zukommt? Und da bleibe dabei ich selbst. Eigentlich bin ich sinnlich, witzig und charmant. Wie kann ich meine eigene Isolation durchbrechen? Wie kann ich meine weibliche Seite stärken und ein paar Mauern von der Burg einstürzen lassen? Gut, also ist natürlich immer Therapie eine Möglichkeit, ne? Und in deinem Fall ist da offensichtlich eine Menge Trauma, was vielleicht bearbeitet werden will. Auf eine therapeutische Art vielleicht auch. Und ansonsten gibt es ja also in solchen Sachen auch wirklich eine gute Körperarbeit gut, ne? Da gibt es so verschiedene Sachen, aber die ich jetzt auch größtenteils nicht selber ausprobiert habe. Aber man könnte jetzt dann, weiß ich nicht, ich glaube, es gibt so Biodanza oder könnte auch sein, dass sowas wie, wie heißt das? Ja, nicht Yoga, sondern Gott, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Das gibt's auch gar nicht. Tantra. Tantra könnte was für dich sein. Kann ja auch mit Frauen sein im geschützten Umfeld. Aber dass du ja, dass du, aber was glaube ich gut wäre, wäre so einen geschützten Rahmen zu haben, wo du dich wieder Berührung und Nähe öffnen kannst. Und die Mauern angucken kannst, so, ne? Und aber erstmal wirklich Hut ab für diese ganzen Erkenntnisse, das ist schon echt eine Menge so. Aber sicherlich können wir das jetzt in einem Video, können wir da nicht alle Tiefen erkunden, logischerweise. Ja. Ja, und du kannst es natürlich auch ansprechen mal. Du kannst auch mal auf dem Date sagen, Mensch, boah, ich weiß auch nicht. Ich krieg da manchmal so Ängste, wenn jemand, also du kannst diese Mauern auch auf dem Date, könntest du die mal beschreiben. Und dann siehst du ja, wie der Mann reagiert. Und dann, wenn ihr ein gutes Gespräch kommt, dann fährst du sie in dem Moment vielleicht auch ein bisschen runter, so, ne? Aber angehen würde ich ja schon, weil das kann natürlich von außen sehr mauermäßig rüberkommen, so, ne? Das sehe ich auch so. Aber das ist alles machbar. Alles machbar. Ne? Und je mehr du deine Mauern bewusst wahrnimmst und da weitergehst, auch mit Meditation oder was man da alles machen kann, ja, Tagebuch führen und solche Sachen, je mehr du dich kennenlernst, umso, also jeder Bewusstseinsschritt wird auch wieder deine Mauern ein bisschen runterfahren, ne? Und du kannst dir natürlich auch mal wieder positive Glaubenssätze machen, ne? Dass auch was du erlebt hast, ist nicht deine Zukunft. Und du weißt dich zu wehren jetzt. Kannst du auch mal wieder, kannst auch mit deinen Mauern reden. Ne? Könnt ihr euch mal ein bisschen runterfahren? Ich glaube, so hoch müsst ihr ja gar nicht mehr sein. All das könntest du mal ausprobieren. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.